Ja, am gestrigen Abend gegen 19.20 Uhr ereignete sich auf der A7 am Kirchheimer Dreieck auf der Anfahrt Richtung Kassel ein schwerer Verkehrsunfall. Ein PKW hatte die mittlere Fahrspur befahren und wollte dort mehrere LKWs überholen. Plötzlich hatte das Fahrzeug einen technischen Defekt, der Motor ging aus. Der 48-jährige Fahrer wollte noch versuchen, nach rechts auszuweichen auf den Standstreifen. Das hat aber nicht mehr funktioniert, sodass mehrere Fahrzeuge aufgefahren sind. Ein PKW und ein kleiner LKW. Die haben sich dann in Richtung Mittelleitplanke verschoben. Die wollten ausweichen, sind aufgefahren und der kleine LKW war umgekippt. Insgesamt wurden 7 Personen verletzt, 5 davon leider schwer, liegen im Klinikum in Bad Hersfeld. Das entstand ein Sachschaden von ca. 75.000 Euro. Durch den Verkehrsunfall war die A7 in Fahrtrichtung Kassel komplett gesperrt. Ja, insgesamt durch den Rückstau, muss ich vorstellen, Vollsperrung auf der A7 hat sich zurückgestaut bis zum Hattenbacher Dreieck. Davon war betroffen die A5 Richtung Norden. Es war betroffen auch die A4, die Fahrzeug. Die in Richtung Kassel fahren wollten. Insgesamt ca. 10 Kilometer Stau.